heute einfach Abendessen gegangen und ich gucke jetzt heimlich Fernsehen. Der Babysitter schläft. Ja, cool. Jetzt kommt meine Lieblingsfigur, Huggy Wuggy, kommt jetzt so, oh wie toll. Das will ich sehen, la la la. Oh, es ist schon gruselig. Oh oh, oh oh. Die sieht aber auch gruselig aus. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Huggy Wuggy. Aber der eine YouTuber auf YouTube, ich glaube, der heißt LivsHD, hat gezeigt, wie ein Zauberspruch geht. Und dann würde angeblich Huggy Wuggy zum Leben erweckt. und ich will noch ein neues TikTok-Video machen. Ich probiere es mal, okay? Abracadabra, simsalabim, Huggy Wuggy ist jetzt drin. Hex, Hex. Hallo, Kind. Ich bin Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Willst du mein Freund sein? Aber du darfst mich nicht essen. Wollen wir ein Spiel spielen? Oh ja, mein Babysitter schläft. Ja komm, lass uns ein Spiel spielen. Das Spiel heißt, kannst du mir den Schlüssel geben? Den Schlüssel? Komisches Spiel, kenne ich noch gar nicht. Aber und klar geht das so, du musst jetzt einen bestimmten Spruch aufsagen, in Ordnung? Okay. Du sagst jetzt, Abracadabra, Simsalabim, Huggy Wuggy, komm aus dem Fernseher. Bim. Okay, jetzt? Ja. Abracadabra, Simsalabim, Huggy Wuggy, komm jetzt aus dem Fernseher. Bim. Du dumme Göre. Was? Jetzt kann ich alle Menschen auffressen. Nein! Hier riecht es nach frischen YouTuber. Frische YouTuber schmecken abends am besten. Lass ihn mal Hallo sagen. Ach, la 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 la. Oh Mann, heute war so ein anstrengender Tag. Aber auch ich habe endlich meine Arbeit geschafft. Ich musste den ganzen Tag zocken. Das war so anstrengend. Das könnt ihr mir nicht glauben. Aber endlich habe ich Ruhe für mich und kann meine Lieblingsserie. Dinos im Mundern angucken. Aha. Klingelingeling. Oh, da hat's geklingelt. Hallo? Warte mal, ich mach mal lieber die Fenster auf, weil ich habe gehört, in letzter Zeit sollen hier echt oft Einbrecher gewesen sein. Und ich weiß nicht, ich bin nicht so der Einbrecher-Fan. Ich will nicht unbedingt ein Autogramm von denen. Hallo? 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 Guten Tag? Wir wollen. Oh, warte mal. Nimm. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ein blaues Ding, ich sehe es. Ich sehe blaue Haare um dir. Oh mein Gott, was ist das? Was bist du? Hallo. Wollen wir ein Spiel spielen? Nein. Bitte, bitte nicht. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo ist meine Mama? Ah, nicht stimmt, ich bin meine eigene Mutter. Okay. Wir müssen überlegen. Was ist das? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe darüber in der Zeitung gelesen. Das ist wohl so ein sogenanntes Huggy Wuggy. Das wurde wohl irgendwie durch einen Zauberspruch in die Welt hier in Brookhaven geholt. Und, oh mein Gott, das frisst wohl Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss überlegen. Warte mal, wir gucken mal in meinen Rucksack, was ich alles dabei habe. Was habe ich denn, was hilfreich sein könnte? Eine Pumpgun? Ah, nee, ist nicht so praktisch. Dynamit? Ah, auch nicht so. Eine Axt? Na, auch nicht so. Eine Gießkanne vielleicht. Ja? Eine Gießkanne könnte es wirklich sein. Okay, dann müssen wir noch überlegen. Und zwar, wir müssen nämlich überlegen, es kann... Ja, keine Ahnung. Und zwar, er hat ja ganz viel Fell, haben wir gesehen. Vielleicht kann es nämlich sein, dass sein Fell allergisch reagiert auf Wasser oder sowas, weil er sieht nicht gewaschen aus. Ich habe die ultimative Idee. Und zwar, ich glaube, er braucht ein Bad. Und zwar, ich glaube wirklich, dass wir ihn nur damit besiegen können, wenn wir ihn in eine Badewanne locken und ihn dann waschen. Mit echter Seife. Oh, das wird aber schwierig. Erstmal muss ich gucken, ob ich überhaupt eine Badewanne besitze. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, das ist natürlich ein bisschen schlecht.
Am besten gehen wir zu unserem Freund Matthias. Da können wir kurz einbrechen, der hat bestimmt eine Badewanne. Wie komme ich hier zum Geier? Warte mal, ich habe eine Idee. Magst du Wasser? Ich wusste es. Komm her. Ich gieß dich. Geh weg von mir. Geh weg. Okay, wir können ihn wohl wirklich so weglocken. Jetzt müssen wir nur überlegen. Er steht es da unten. Puh. Soll ich runterspringen und mir alle Beine brechen? Das tut immer so weh. Hab eine bessere Idee. Nein, wir könnten nämlich langsam hier drauf fallen. Aua, das tat fast gar nicht weh. Okay, wir machen kurz... Oh Gott, ganz vorsichtig. Ah, ganz vorsichtig. Ich glaube, er hat mich nicht bemerkt. Oh mein Gott, er hat mich bemerkt. Oh Gott. Wo ist denn nur die Badewanne? Komm, ihr braucht doch bestimmt hier eine Badewanne. So, wir probieren es mal anzumachen. Okay, es geht. So, das heißt, es ist schon mal an. Jetzt müssen wir nämlich noch eine Sache überlegen. Wir müssen ja hier reinlocken. Vielleicht schneide ich ein Haar von mir ab. Vielleicht hat er... Keine Ahnung, vielleicht lockt ihn ja so ein Haar von mir an, weil er ja gut riechen kann. Vielleicht hat er gute Nasen. Vielleicht hat er mehrere Nasen. Wie machen wir das am besten? Oh, das ist... Ey, Leute, das ist verdammt schwierig. Aber ich glaube, es wäre auch super praktisch. Und was ihn auch beseitigen würde, wenn ihr jetzt ein Abo und ein Like da lassen würdet. Also, nicht vergessen, ist nur ein Klick. Lasst ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke. Dankeschön. Oh mein Gott. Ey, das ist... Wir versuchen, ihn mal reinzulocken. Komm doch rein. Oh mein Gott. Komm doch rein. Ja, komm. Feines Sagi-Wagi. Ja, komm hoch. Oh mein Gott. Komm. Und er sprang rüber. Wasser, geh rein. Ja, er schreit. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich glaube, ey, wir haben ihn besiegt. Jetzt kann ich endlich wieder PlayStation zocken, Mann, so nach so langer Zeit und nach so einem stressigen Tag. Ich dachte schon, das endet nie. Dieses Ungetiefer dachte doch nicht wirklich, dass es mich so leicht besiegt. Hallo, ich bin Huggy Wuggy. Ich habe 3 Pokale gewonnen in der letzten WM. Ich werde dieser Lizard D jetzt nochmal einen Besuch abstatten. Leute, ich habe gerade ein Geschrei gehört. Was war... Oh mein Gott, nein! Warum ist da unten wieder Huggy Wuggy? Nein. Oh mein Gott. Ich muss überlegen. Ich habe hier doch noch ein Buch. Gucken wir mal rein. Warte, Anleitung für Huggy Wuggy. Oh, eine Neuausgabe von heute. Warum liegt die in meinem Haus eigentlich? Egal. Okay, hier steht. Und zwar Huggy Wuggy ist nämlich durch den Fernseher erschienen. Leute, ich habe eine Idee. Ihr kennt doch das Fernsehstudio. Wir könnten versuchen, Huggy Wuggy in das Fernsehstudio zu locken. Es könnte nämlich sein, dass wenn wir Huggy Wuggy aufnehmen mit der Kamera, dass Huggy Wuggy in die Kamera eingesperrt wird. Das ist eine Idee, okay? Das versuchen wir. Das ist unsere letzte Lösung. Oh mein Gott. Aua! Huggy Wuggy! Oh Gott, es kommt. Komm, folg mir auf! Komm. Oh mein Gott. Das ist so schnell. Ah, das hat so viele Haare. Wie geht? Warum macht er diese Schmatzgeräusche? Oh mein Gott, es lacht gruselig. Oh mein Gott. Egal, ich bin fast da. Okay, wir sind da. Huggy Wuggy, komm. Komm doch hoch. Komm. Trau dich doch. Ja, du sitzt. Jetzt reicht's. Im Namen der Kamera. Ich nehme dich auf. Nein. Wie kann man mich nur besiegen? Oh mein Gott, Leute. Ist es vorbei? Oh mein Gott. Leute, ich habe ihn besiegt. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Huggy Wuggy wurde in die Kamera eingesogen.
Das darf niemals jemand erfahren wegen der Kamera. Ich muss sie sofort beseitigen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das heute noch überlebe. So Leute, das war's mit dem wunderschönen Video auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch super gerne ein Abo da, genauso wie ein Like nach oben. Würde mich auf jeden Fall wirklich beides super dolle freuen. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, euch hat die Idee, die ich jetzt gemacht habe, in Hagibuggy gefallen. Ich glaube, das war auf jeden Fall mal was ganz anderes. Es haben zwar schon viele Leute mal so ein Hagibuggy-Video gemacht in Pokehaven, aber ihr kennt mich. Und wenn ich eine Story mache, dann natürlich auf dem niedrigsten Niveau in ganz YouTube und natürlich aber mit den lustigsten Sachen überhaupt. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.